Ja, Tarutaru-Prämien. Korallenschnupftabak. Steintoxin, Rasierkiemenstaub, sporendes Gift. Tank des perfekten Zielens, Tank des widerstandsfähigen Körpers, arkane Salbe. Tank der unsoliden Gestalt. Nee, danke, ich nehme nochmal die Reagenzien. Das heißt, wenn ich jetzt hier in mein Handwerk gucke. Nö. Ja, aber. Arzneien sicher nicht. Defensiv? Tank der Reinigung wird es nicht sein. Verwandlung, räumliche Heiligkeit, nö. Und hier auch nicht. Also Flamme und Rubin, das klingt nach. Also Flamme ist natürlich Feueressenz, Glanzstaub. Ein Stück Geisteressenz und reines Wasser, wenn ich hier so in die Alchemie-Sachen gucke. Zutaten. Ja, einen Rubin haben wir hier. Feuer haben wir sicherlich auch noch irgendwo da rumfahren, oder? Also da ist Urwind und Urfels, da Urflamme, die haben wir. Wahrscheinlich ist Lösung gemeint. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also Geistessenz und Wasserreis, Provenienz und Glanzstaub. Urwasser. Geistessenz. Ja, Glanzstaub hier, leuchtender Adrastaub, definitiv. Und Geistessenz haben wir hier daneben. Geistesrest, ja. Und ich kann das Zeug nicht mal rumziehen. Okay. Also ja, eigentlich müsste ich alles haben. Aber ich finde die Rezepte dafür nicht. Das ist das Blöde. Tank der verbesserten Arkan und soliden Gestalt. Unsichtbarkeit, Eisenhaut, starke Erholung, Tank des Geistesschilds. Elementarverteidigung, abgestimmte Selbst, letzter Widerstand. I? Of course. Free once again. Huh. You ain't never disgusting. Thank you again. Oh, ich kann den Kessel benutzen. Der Kessel ruht in der Mitte der Hütte der Hexen. Er ist gefüllt mit einem üblen, brodelnden Gebräu. Okay, dann versuchen wir mal. Trank der Sicht des Panthers herstellen. Du folgst den Anweisungen, die auf die Aufzeichnung der Hexe genommen hast. Nachdem du die notwendigen Zutaten zusammengestellt und sie gemäß den Anweisungen in den Käfer geworfen hast, nimmst du einen vorsichtigen Schluck. Sofort fühlst du dich wieder wissender und aufmerksam. Ja, Adrastaub, Urwasser war's. Aha, Geisterrest, Urwind. Hat das jetzt meine Wahrnehmung verbessert? Ja, plus eins durch Kesselbrühe.
Das hätte ich aber am liebsten eher Palegina gegeben. Mal gucken, ob ich das auch Palegina geben kann. Weil ich habe nur eine Ladung, weil ich nur ein Urwasser habe. Wenn ich mehr von dem Zeug brauchen will, muss ich erst Urwasser besorgen, weil alles andere habe ich. Ah, of course. Den Kessel untersuchen. Ja, in der Mitte der Hexen steht ein riesiger Kessel, in exakten Linien wurden in seiner Oberfläche geheimnisvolle Symbole gehetzt. Du hast von den Aufzeichnungen der Hexen gelernt, wie du den Kessel benutzen musst, um Zaubertränke zu brauen. Ja. Sicht des Panthers. Aber das ist jetzt wieder auf mich gegangen, oder? Ja. Dann lade ich nochmal und stelle einen Stärketrank her. Weil scheinbar kann man das nur auf sich selber machen. Oder auf den Gruppenleiter. Mal gucken, ob ich Palegina zur Gruppenleiterin erklären kann. Ark, tell me. Nein. Okay. I'm flattered. Yes? Ja, Mataros Stärke. Du fühlst dich robuster und lebendiger. Dadurch habe ich jetzt durch das Gebräu eine Macht gekriegt, ja. Und das ist etwas, was dauerhaft zu heben scheint. Indeed. Und so wie es aussieht, geht das auch nur einmal. Schade darum. Aber gut, das heißt, wir können hier raus und können diese Insel verlassen. Müssen wir hier jetzt noch einen Namen geben, da ist es die Hexeninsel oder die Kesselinsel. Oder ich nenne sie einfach Fake News Insel. Ja. Hexeninsel. So. Ja, Hexeninsel. Was sagt die Karte? Da ist nur ein Sklavenhändler in der Nähe. Und da ist die königliche Todesfeuergesellschaft in der Gegend. Wo will ich eigentlich jetzt gerade hin? Ich will eigentlich darüber nach Uriokohiki. Ja, und im Augenblick ist keine Heilung möglich, weil wir keine Medizin haben. Du befindest dich in der Verfolgung. Oh. Wow. Der ist gut bewaffnet. Mit seiner Tschunke. Wann haben sie das geändert? Eigentlich wollte ich ja nur mit ihm Handel treiben, gucken, was er hat. Ach, ich bin wieder am Kartenrand, okay. Dann fahren wir jetzt hier runter, dass wir den Kartenrand komplett aufgedeckt haben an der Stelle. Minus 1 Moral durch Wasser. Ah.
geben wir mal 20 Milch. 40 hiervon. Und pack mal das Obst an erste Stelle, dass unsere Moral etwas höher geht. Und ich muss dringend gucken, dass ich... Die Kuh ist Schlund. Oh, ein Sturm. Um den sollte ich herumfahren. Ein Fischschwarm. Die Gewässer des Trostfeuers sind so flach und durchsichtig wie buntes Glas. Und ein gleichmäßiger Wind führt die Defiant 3 hindurch. Der Duft eines gut gewürzten Eintopfes steigt vom Unterdeck auf. Irona und Oswald haben sich ans Seitendeck gesetzt. Beine und Angelhut im Baum über das Wasser. Ich habe neulich was Großes gefangen, sagt Irina. Ist mir aber wieder vom Haken gerutscht. Ich sag doch immer, du sollst einen größeren nehmen. Oswald lacht. Die gürkeläugige Barkeeperin im Ankerplatz der Königin ist dir doch auch vom Haken gerutscht. Ich bin sicher, Irina wird eines Tages was Großes an Land fischen. Lass das Geschwätz hier zwei nichts sagen. Nehmen wir die 1. Irina grinst hämisch und lacht dann. Danke für das Vertrauen, Captain. Nicht, wenn der Dummkopf nicht in bessere Köder investiert, sagt Oswald. Aber Irina ist erstarrt. Siehst du das da? Du schaust hin, ein dunkler Schatten bewegt sich unter Wasser. Er ist noch am Rand des Horizonts, kommt aber schnell näher. Irina steht auf. Eine von Galloways Ausgeburten hat es auf uns abgesehen. Es identifizieren... Ja, mit Überleben Erfolg. Die Bessie kommt schnell näher. Geschmeidig und glatt, aber du weißt genug über die Bewohner der Tiefe, um die Kreatur an ihren Stacheln zu erkennen. Gerade durch die Wasseroberfläche durchbrechen. Es ist ein stacheliger Zerstörer, ein gewaltiger Heiliger, gerne Schiffe rammt und zersenkt. Kanonen zum Feuer bereit machen, alle Mann auf Gefechtsstation. Das Deck donnert, während deine Mannschaft hier in ihre Plätze unten läuft. Beauty dreht am Steuerrad und bringt das Schiff Backbord, um dem Monster frontal zu begegnen, als seine Wasserfontäne aus dem Meer emporschießt. Die Bestie, die aus den Fluten auftaucht, ist etwa 10 Meter groß und voller Schuppen, Stacheln und Sehnen. Sie sieht aus wie ein gigantischer großer Hai, nur gespickt mit Stacheln am ganzen Körper. Jeder einzelne davon sieht scharf genug aus, um einen Mann in zwei zu schneiden oder einen Schiffsrumpf zu durchstoßen. Deine Mannschaft feuert eine Salbe ab, als sie die Kreatur in Schussweite kommt. Wasser spritzt auf, als die Geschosse auftrefft und die Bestie verschwindet. Ja. Du siehst kein Blut, keine Stücke des Seemonsters, nichts. Das Vermuten ist, dass deine Mannschaft die Kreatur getroffen hat. Sie halten ihren Atem an. Die Bestie rammt euch, das Schiff bebt, Oswald stürzt in den Mast. Das Besatzungsmitglied sinkt regungslos auf das Deck. Ja, Oswald wurde verletzt. Ja, eine Granate draufwerfen. Der Zerstörer kommt wieder an die Oberfläche und die Granate landet direkt in seinem aufgerissenen Maul. Sein Kopf explodiert in einer Wolke aus Knorpeln und Blut. Fetzen von Hirn und Muskeln regnen auf das Deck. Ja, Granate verloren. Die Mannschaft schnappt nach Luft und holt Atem. Jemand unter Deck lacht. Die Takelage knarzt. Es ist vorbei. Moral erlangt. Mannschaftserfahrung, jo. Okay, wir haben unsere Moral etwas gesteigert. Wir haben jetzt aber auch einen verletzten Oswald. Das wird wieder der Moral zehren. Und ich dachte, da wäre was zu essen zu holen. So, umsegeln wir den Sturm, sonst haben wir ein Problem. Ja, du triffst zwar deine Besatzungsmitglieder beim Spielen an Deck. Kenn ich alles? Sicher, ich spiele eine Runde mit. Ja. Gut. Dadurch steckt der Mast, aber ging vollkommen am Orleaner vorbei. Oswald schlägt nur die Hände vor dem Gesicht zusammen, während ihm Meini genüsslich lacht. Hey, Captain, kannst du das überreden, sollte dir nicht schwerfallen? Ja. Auf die Nase ziehen. 10 Punkte.